Monday Bitcoin Session. Wir haben heute wieder einen mega coolen Gast hier bei uns, den Lukas Betschart, den Präsidenten der Bitcoin Association Switzerland. Du kannst dich gerne gerade kurz selbst vorstellen, was du sonst noch machst, vielleicht ja. Neben diesem wichtigen Amt. Ja, also Bitcoin Association Switzerland ist eigentlich ein Hobby von mir. Wir haben sie in 2013 gegründet, als erste Fintech Association der Schweiz, ist Non-Profit und auch Volunteer-Run, also niemand wird bezahlt, deshalb Hobby. Okay. Und das gibt mir aber so ein bisschen die Connections überall, also ja. Deshalb kenne ich so ein bisschen die Speakers und auch die zwei Dinge, die wir machen, da sind eigentlich Regulation, also Lucius Meisser, der erste Präsident und immer noch Board-Member, kümmert sich darum, dass wir da in Bern mit der Regierung ein bisschen gute Regulierung schaffen für Krypto, Bitcoin spezifisch. Und das Zweite ist dann die Events, die wir machen. Da fliegen wir Speaker ein aus der ganzen Welt. Wir suchen uns jemand aus, der über Open Source oder Protokolle in generell spricht, weniger Produktpitches, stellen ihn auf die Bühne, damit die Leute etwas lernen und ein bisschen netzwerken können. Das geht eigentlich, das sind so die zwei Dinge. Wir wollen die Leute was lernen und die Regulation. Also das ist mein Hobby. Okay. Und dann eben nebenbei arbeite ich auch seit 2014 im Space und jetzt wieder mit der eigenen Firma, mit einem Team von Entwicklern, wo wir Software schreiben, dass Bitcoin auch von Banken besser eingesetzt wird. Also du kommst grundsätzlich aus dem technischen Bereich, nicht aus dem rechtlichen oder Business. Genau. Also mein Background ist eigentlich technisch, mittlerweile renne ich aber mehr rum und mache mehr ein bisschen Networking und Sales als Softwareentwicklung, aber ich sag mal so, ich verstehe, was mein Team da entwickelt hat. Ja, und du warst natürlich auch schon in Bitcoin, bevor die Bitcoin Association gegründet wurde. Wann kamst du das erste Mal in Berührung mit Bitcoin? Ja, ich habe letztens auch meine Bank-Transfer angeschaut, dann habe ich gesehen, meine erste Transaction to Mt. Gox war im Mai 2013. Wow, okay. Also ich habe das gemacht, was man vielleicht nicht machen sollte. Ich habe Bitcoin entdeckt, ich dachte, es sieht spannend aus, ich kaufe mal. Und im Nachhinein war es natürlich gut, aber eigentlich nicht unbedingt vielleicht das, was man von Nummer 1 machen soll. Sondern? Das sich ein bisschen zuerst informieren, okay. Wie bei allem. Oder? Wenn man einfach irgendwas kauft, dann ist es einfach nur Gambling. Oder? Ja, das war es dann wirklich auch am Anfang. Ja. Aber ich meine, ich glaube, ganz viele Leute kommen so zu Bitcoin rein und merken dann, oh, das ist wirklich spannend. Ja. Da geht es um ganz viel mehr. Da geht es um Technologie, da geht es um Finanzen, da geht es um was ist überhaupt Geld und dann politisch, soziale Aspekt und so weiter. Also das ist einfach so viel dahinter. Und deshalb, wenn man wirklich mal drin ist, dann kommt man fast nicht mehr raus. Ja. Bei dir vermutlich auch, ja, oder? Bist du mal drin, down the rabbit hole. Ja, genau. Man kommt eben für das schnelle Geld irgendwie, weil es spannend ist. Und man bleibt eben für die interessante Technologie, für die interessanten Wirtschaft. Für die Ideologie. Ich glaube, die am längsten bleiben, ist dann immer die Ideologie. Ja, absolut. Mega cool. Können wir später noch etwas tiefer betrachten. Aber jetzt die allerwichtigste Frage. Wir nehmen ja immer Fragen aus der Community, Twitter und so weiter und wir nehmen Fragen von Answer the Public, also was so am meisten gerade gesearched wird zum Begriff Bitcoin auf Google und so weiter und die wichtigste Frage fanden wir jetzt diesmal wirklich, die jemand auf Twitter gestellt hat, when Moon? Also übersetzt ist das, wohin geht der Kurs in der nächsten Zeit von Bitcoin? Ja, also Moon ist natürlich individuell für jeden, oder? Aber ich glaube, jetzt ist halt wieder so ein Tipping Point nach dem letzten Halvening. Wenn da einzelne Parteien schon mehr Bitcoins jeden Tag kaufen, würde das überhaupt neu auf den Markt kommen. Also ich glaube, es ist total aus der Luft gegriffen, einfach nur ein Gefühl, aber dass wir ab September sehen wir wieder so, dass das jeder Monat so im Schnitt ein Tausender hochgeht. Okay, ja. So meine Prognose und dann, ja, das nehmen wir dann stetig ein bisschen zu. Und das ist wieder am Anfang so und dann, wie immer, hast du diese Bubbles. Ich glaube, das wird auch bei Bitcoin weiterhin so blau bleiben. Nicht ganz so extrem, weil wir jetzt einfach viel mehr professionelle Trader drin haben. Shorting ist einfacher als früher und so weiter. Aber es wird wieder Bubbles geben und dann hast du wieder die Positivspirale und es wird die Negativspirale und dann, aber das N, wo wir, sagen wir so, auch wenn es wieder runtergeht, da wo wir nachher sind, ist höher wieder als wir jetzt sind. Ja, okay. Also festlegen auf einen bestimmten Preis irgendwie in 2-3 Jahren möchte sich nicht. 2-3 Jahren? Das ist ein bisschen viel vorausschaut. Ja, Glaskugel. 200.000, das hätte ich gerne. Okay, sehr gut. Belassen wir es dabei.
Wohin geht denn die Reise allgemein mit Bitcoin aus deiner Sicht? Jetzt nicht Preis, jetzt Preis mal ab, Preis mal außen vor gelassen, aber so allgemein, wie wird sich das weiterentwickeln, technisch oder adoptionsmäßig? Wo geht die Reise hin mit Bitcoin? Was siehst du da in den nächsten paar Jahren? Also ich sehe mit Lightning sehr großes Potenzial, dass man es wirklich auch immer mehr und mehr im Alltag benutzt. Das hoffe ich natürlich auch. Und dann vor allem auf der Finanzseite sehe ich immer mehr traditionelle Firmen, die in Bitcoin reinkommen oder die auch Bitcoin ihren Kunden anbieten. Vor allem in der Schweiz ist es echt relativ groß, dass immer mehr Banken, traditionelle Banken, Kantonalbanken eigentlich Storage anbieten, wo du dann Crypto-Assets verwahren kannst. Und viele kommen so aus dem Vordergrund Tokenization rein, aber wenn du Tokenization hast, dann ist es eigentlich keine Sache, dann da auch noch Bitcoin hinzufügen. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich wirklich die nächste große Entwicklung, dass eigentlich jeder bei seinem E-Banking-Account da Schweizer Franken sieht, Euro sieht und auch Bitcoin sieht. Ja. Braucht schon noch 2-3 Jahre, aber ich glaube, das ist so die Richtung. Aber dass es sich wirklich als zusätzliche Währung oder zusätzliches Asset etabliert, neben den traditionellen Sachen, die wir heute schon haben im Bankkonto. Das glaube ich, ja. Auch weil uns da die Nationalbanken wirklich unsere Arbeit fast ein bisschen einfacher machen. Schweizer Nationalbank vielleicht noch am wenigsten, ja. Aber gerade die anderen, was da ja da momentan mit dem ganzen Moneyprinting und so weiter. Okay. Was ist so das Geheimnis von Bitcoin? Das ist spannenderweise eine Frage, die viel auf Google gestellt wird, offensichtlich. Was ist für dich das Geheimnis von Bitcoin? Also ich glaube, wenn man es wirklich verstanden hat, dann dann findet man es gut. Es klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist sehr schwierig, Kritiker zu finden, die wirklich Bitcoin verstehen. Mhm. Also das sieht man immer wieder. Das hatten wir gerade vorhin von einem Professor von der Uni Zürich, oder, der Finanzen oder Macroeconomics unterrichtet. Ja. Zuerst war er sehr kritisch. Ja. Mittlerweile ist er pro Bitcoin, einfach weil er so wirklich Bitcoin versteht. Ja. Und ich hatte auch schon eben Anfragen, alle, wir hätten gerne Panel pro Anti-Bitcoin. Und dann fragen sie mich, wer könnten wir noch Anti-Bitcoin platzieren? Mir fällt da keiner ein. Ja. Natürlich, die einzigen, die wirklich Anti-Bitcoin sind, sind das aus politischer Überzeugung. Oder wenn du denkst, natürlich der Staat soll das Geld kontrollieren und möglichst alles kontrollieren, ja, dann kannst du ja nicht pro Bitcoin sein. Aber alle anderen, es fällt mir schwierig. Also deshalb sage ich, wenn man Bitcoin wirklich verstanden hat, da muss man es einfach gut. Also das Geheimnis ist eigentlich wirklich, dass es keine guten, rationalen Argumente dagegen gibt. es scheint fast so der Fall zu sein, ja, oder? Sonst gäbe es ja mehr Leute, die wirklich es verstehen und wirklich dagegen sind. Außer eben, wenn sie sagen, sie sind aus der und der politischen Ansicht dagegen, dann kann man natürlich schon rationale Argumente finden. Und bis die rational sind, das wollen wir es vielleicht nicht darauf einigen. Okay, aber spannend auf jeden Fall. Woran könnt jetzt du malst ein ziemlich positives Bild von Bitcoin eigentlich in der Zukunft? Du steckst auch sehr viel Hoffnung darin, natürlich, bist auch schon lange dabei und arbeitest ja dann, ist klar. Aber woran könnte dann Bitcoin scheitern? Also wenn es scheitern würde, woran würde es wahrscheinlich scheitern? Also ich meine, dass es global überall scheitert, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Mhm. Weil die Länder konkurrieren auch untereinander. Wenn vielleicht die einen Länder Bitcoin verbieten, dann gibt es noch mehr Anreize bei den anderen, dass sie das fördern. Oder dann gibt es doch wieder Business, das man machen kann und Steuereinnahmen am Ende, oder? Mhm. Das ist das, was sie wollen. Aber sonst, die Regulierung ist immer das Gefährlichste. Mhm. Dass der Staat sagt, nein, ihr dürft es nicht mehr. Aber umso länger Bitcoin am Leben ist, umso unwahrscheinlicher wird das eigentlich. Ja, also mit jedem Tag wird die Überlebenschance eigentlich höher. Ja, umso länger das Bitcoin existiert, umso mehr beweist es, dass es da ist zum Bleiben. Aber so könnte schon noch sein, dass es wie verboten wird, einfach ziemlich großflächig. Das wäre so eine der größten Ängste. Ja, ich glaube, wenn wir einen starken Rutsch hätten zu mehr Staat, weniger Freiheit, dann wäre das natürlich ein logischer Schritt, den man machen würde. Von der technischen, du kommst ja auch aus dem technischen Bereich eigentlich und hast dich wahrscheinlich am Anfang auch wegen dem technischen eben gerade für Bitcoin interessiert. Hast du das Gefühl, vom technischen her gibt es keine großen Risiken des Scheiterns?
Also ich war zuerst auch Spekulant und dann technisch interessiert, okay. Oder? Aber nein, ich glaube, technologisch ist immer alles lösbar. Und muss man auch sagen, ich interessiere mich für Bitcoin, die Währung, das ist mein Hauptinteresse. Und natürlich verstehe ich, dass wir die Bitcoin-Blockchain brauchen, aber die Bitcoin, die Währung, da habe ich, kann ich verschiedene Technologie-Stacks haben. Lightning, Liquid, RSK, OpenDimes, die Coinbase-Datenbank, wenn du so willst, oder wenn ich meine Bitcoins von meiner Coinbase Account zu deinem Schicht, da passiert ja keine Transaktion. Es ist aber trotzdem immer Bitcoin. Wie wenn ich bei Schweizer Franken hier in meinem Portemonnaie habe und auf meine Bank kommt, ist trotzdem Schweizer Franken. Mhm. Deshalb sehe ich eigentlich auf der technologischen Seite kein Problem. Mhm. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Okay. Wir können stetig weiterentwickeln und auf einer soliden, stabilen Basis bleiben. Ja, okay. Jetzt haben wir das Rechtliche so etwas angesprochen, eben dass gute rechtliche Rahmenbedingungen auch wichtig sind. Und da hat jemand auf Twitter gefragt, ja, warum ist denn die Schweiz eigentlich so attraktiv? Die Schweiz wird ja als Crypto Nation und so weiter und das zu Crypto Valley wird es ja angepriesen. Und es ist ja so, dass sehr viele Bitcoin- und Crypto-Projekte in die Schweiz auch kommen und hier eigentlich ziemlich erfolgreich sind. Warum, also was macht das Schweizer Land eben so attraktiv für diese Projekte? Also ich bin kein Anwalt, oder? Das macht voraus. Aber das eine, was ich, soweit ich das verstehe, also die Regulierung ist relativ klar. Das macht es gut. Du kannst mit den Kantonen, das ist wie eine Art Bundesländer in Deutschland, die haben sehr viel Mitspracherecht auch noch. Also mit denen kann man dann auch relativ schnell sehr einfach Kontakt aufnehmen, weil die wollen in der Regel die Wirtschaft fördern und die konkurrieren sich auch gegenseitig. Das ist deshalb ein Anreiz. Mhm. Und am Ende die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, die ist auch, die hat wirklich eine sehr große Expertise, was Bitcoin und ähnliche Technologien haben. Und auch ein Interesse, das nicht zu verhindern. Also, wir waren jetzt auch in Kontakt mit der FINMA. Wir waren überrascht, wie gut sie sich zum Beispiel mit Lightning auskennt. Sie kennt sich sehr gut mit Lightning aus. Mit Technologien. Also für einen Regulator würde ich sagen, kennt sich sehr gut aus. Auch weil sie wissen, sie gehen direkt auf die Experten zu in der Schweiz und sie, die unabhängigen Experten, sie stellen diesen die Fragen und sie befassen sich damit. Und da sind wir natürlich schon, glaube ich, stark voraus, was ich zum Beispiel von der BaFin gehört habe in Deutschland, wo du teilweise monatelang auf eine Antwort warten musst. Okay. Das ist natürlich, das hilft sicher. Und dann der andere Grund, warum machst du denn deine Firma in der Schweiz oder warum im Zug? Tiefe Steuern, das hilft natürlich sicher auch. Das ist nicht kryptospezifisch, aber das hilft halt immer. Aber grundlegend ist ja auch eben die Schweiz auch so dezentral und eben wettbewerbsmäßig aufgebaut unter den verschiedenen Kantonen und das ist ja eigentlich eine Ähnlichkeit auch zu Bitcoin. Also das könnte schon auch ein Grund sein. Das ist spannend. Jetzt gibt es ja es gibt verschiedene Kryptowährungen. Eine Frage, die tatsächlich auch noch viel gestellt wird auf Google, ist, welcher Bitcoin ist denn der beste? Also vielleicht kannst du kurz ausholen, wie viele Bitcoins gibt es dann? Wie viele Kryptowährungen gibt es? Und welcher ist jetzt der beste, deiner Ansicht nach? Und warum? Es gibt natürlich nur einen Bitcoin. Also es gibt ganz viele, die sich Bitcoin nennen, aber wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehme und darauf schreibe, mit Hand draufschreibe, 100 Schweizer Franken, akzeptierst du das als 100 Schweizer Franken? Ja. Natürlich nicht. Genau dasselbe im Bitcoin. Also ich kann auch mein Ding Bitcoin nennen, deshalb ist es noch lange nicht Bitcoin. Und da gibt es ganz viele, die dachten, na, sie machen jetzt da ein besseres Bitcoin oder was auch immer. Das ist total irrelevant. Das einzige Relevante, was ich da sehe, ist der Netzwerkeffekt. Mhm. Und der hat einfach nur Bitcoin. Mhm. Und eben, es gibt ja tausende verschiedene andere Währungen, die sind alle total irrelevant. Sie verstehen einfach das Problem nicht. Es geht gar nicht darum, dass jetzt du Feature X oder Feature Y hast, weil die kannst du auch, wenn du Bitcoin auf einer anderen Technologie-Stack hast, hast du diese Features auch. Es geht nur darum, jeder will die Währung haben, die anderen auch haben. Es geht nur um den Netzwerkeffekt. Das ist das einzig Relevante, meiner Meinung nach. Also Netzwerkeffekt, dass am meisten Nutzer, am meisten Miner, am meisten Nodes und so weiter, einfach alles, die größte Aktivität ist auf dem Bitcoin-Netzwerk und deshalb wird Bitcoin auch für lange Sicht das Rennen machen. Vereinfacht gesagt, du willst die Währung, die anderen auch haben, weil die kannst du dann wieder ausgeben, oder? Natürlich kannst du sagen, das ist Fiat, aber da hast du noch diverse Nachteile mit der unkontrollierten Geldmenge und so weiter. Aber nur von den Kryptowährungen gesagt, du willst das, was die anderen auch haben. Ja. Und dann eigentlich die nächste Frage erübrigt sich in dem Fall. Was hältst du von anderen Kryptowährungen? Nicht so viel, ne? Wenn man natürlich ein bisschen spekulieren will und ein bisschen kurzfristig Geld verdienen will, das kann sicher lustig sein. Und da gibt es noch allerlei lustige Währungen, Dogecoin, Garlic Coin und so weiter. Also, lustige Sache, aber ob man jetzt da Geld investieren soll, naja.
spannende Experimente. Spannende Experimente, verschiedene Use Cases, die da erforscht werden und allenfalls hier und da mal zum Spielen, quasi wie im Casino, könnte das spannend sein. Mhm. Aber fürs langfristige Sparen oder Investieren, ja. Bitcoin ist dann... Und was halt auch die oftmals das Problem ist, ich meine, wie die entstanden sind, oder? Mit den ganzen ISOs und so weiter. Da werden einfach weniger Leute sehr reich. Mhm. Und sowas, ich meine, eben, wie gesagt, wir sind ein Non-Profit-Volunteer-Run-Verein. Mhm. Und in der Schweiz gibt es nur die Bitcoin Association Switzerland. Es gibt keine Ethereum Association Switzerland. Es gibt keine Ripple Association Switzerland, weil niemand sagt sich, ich investiere jetzt meine Freizeit, um die Ripple-Gründer mit Ripple, dass ich Ripple den Leuten erkläre, noch reicher zu machen, oder? Das würde überhaupt keinen Sinn machen für mich. Absolut. Absolut, ja, macht Sinn. Und jetzt ist eben, genau, ihr macht das ja, diese freiwilligen Arbeit auch unter anderem, weil ihr wirklich ein idealistisches Interesse habt und wollt, dass dieses Bitcoin jetzt eben an die breite Masse kommt. Und im Moment ist ja, die Zahlen variieren je nach Land, aber ja, man geht schon davon aus, dass nur ein kleiner Prozentsatz, wahrscheinlich ein einstelliger Prozentsatz der Schweiz und auch von Europa und der Welt bisher in Bitcoin investiert ist. Was hast du das Gefühl, was braucht es noch, um eben Bitcoin wirklich an die breite Masse zu bringen? Ich glaube, was immer wichtig ist, genug Anreize zum Bitcoin halten. Dann auch, ich glaube, in der Schweiz ist die Quote höher, weil ich würde es einfach mal behaupten, in der Schweiz haben die Leute vielleicht mal eher 100 Franken, 100 Euro auf der Seite, die sie in etwas investieren können, im Schnitt zu meisten anderen Ländern, oder? Das ist sicher noch relevant. Und dann, ja, umso mehr Möglichkeiten hast du hast, um günstig, einfach an Bitcoin zu kommen, umso besser. Also sei es jetzt Relay natürlich oder einfach ich vielleicht in 3-4 Jahren, dass ich mal bei meiner Bank einfach da, wenn ich Euro kaufen kann, Bitcoin kaufen kann, oder? Das ist natürlich... Das nimmt natürlich enorm Hemmschwellen weg. Ja. Und da muss ich eben die nötigen Anreize dazu haben. Spekulation ist einfach, aber wenn es dann wirklich darum geht, ich möchte es hedgen gegen der Schweizer Franken, verliert immer an Wert oder der Euro verliert immer an Wert. Ja. Und das, dazu müssen die Leute aber auch ein Verständnis haben, was natürlich in der Schweiz in der Eurozone, die Leute wissen nicht wirklich, wie Geld funktioniert. Wenn jetzt du mit jemandem in Venezuela oder Argentinien oder Türkei oder Zimbabwe sprichst, die verstehen, dass ihr Geld immer an Wert verliert. Die wollen raus, oder? Ja. Aber das gibt es bei uns natürlich noch nicht so. So der Dringlichkeit, die Dringlichkeit ist zu wenig hoch jetzt bei uns. Man hat das traditionelle Finanzsystem ja doch nicht schlecht funktioniert, obwohl man da eben auch, man hat intransparente Bankgebühren, die man immer zahlt und man hat Inflation, das man quasi zahlt, ja. Man hat gleich bald Negativzinsen und so weiter. Aber das ist eben bei vielen nicht so relevant. Zu wenig, dass es die Leute stört. Oder? Ja. Also ich meine, jeder hat ein Bankkonto, jeder hat Kreditkarten, du hast alles, was du willst. Oder? Also eine Währung, die Leute mögen, oder? Die Leute mögen den Schweizer Franken, gerade bei uns. Also, sie brauchen kein Bitcoin, aber dann haben sie auch das Geld, das Kleingeld, um in etwas zu investieren, das sie nicht unbedingt brauchen. Hast du denn das Gefühl, Bitcoin wird sich in der breiten Masse früher oder später etablieren? Ich glaube, das hängt ganz von der Makroökonomie aus, wie sich die Welt entwickelt. Also einfach so wie es jetzt ist, wenn die Leute keinen Anreiz haben zum Bitcoin halten, dann nicht. Okay. Aber ich denke mal, es wird sich in die Richtung entwickeln, wenn man sieht, wie viel Geld jetzt gedruckt wird. Dann, ja. Bitcoin der Gewinner. Wir geben den Leuten eine Alternative. Ja. Das ist eigentlich das Ziel. Oder die Leute haben die Möglichkeit, etwas anderes zu verwenden. Sie müssen ja nicht, wir zwingen ja niemanden. Oder? Ja, genau. Aber sie haben die Option, auf etwas auszuweichen. Das ist das Wichtige. Okay. Weil dann gibt man ihnen automatisch auch wieder ein bisschen Macht zurück. Sie sind nicht total abhängig. Ja, Freiheit eigentlich auch. Finanzielle Freiheit. Genau. Also Bitcoin an sich, hast du das Gefühl, die Chancen stehen relativ gut, dass sich das mal etablieren wird in der breiten Masse. Wie sieht es jetzt mit Bitcoin spezifisch als Zahlungsmittel aus? Hast du das Gefühl, so in 10 Jahren kann man überall eigentlich mit Bitcoin zahlen, wie man es heute mit normalen Fiat-Währungen kann? Wenn wir jetzt von Bitcoin der Währung sprechen, kann ich mir das gut vorstellen. Ja? Also wenn ich jetzt mit Lightning Fortschritte mache, das ist mal das eine. Aber auch wenn ich jetzt eine Kreditkarte habe und mein Bitcoin-Konto bei, sagen wir mal, der Signum Bank habe, oder? Und ich habe da eine Kreditkarte und habe all meine Bitcoin, die ich auswählen müssen bei der Signum Bank. Und jedes Mal, wenn ich zahle,
dann zieht es mir halt da Bitcoins ab, oder? Mhm. Was der andere auf der anderen Seite kriegt, interessiert mich nicht. Aber das ist dann trotzdem mit Bitcoin bezahlt. Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das okay. Also das kannst du eigentlich jetzt schon machen mit vielen, oder? Ja. Und dann kannst du eigentlich sagen, du kannst überall mit Bitcoin zahlen. Ist mir egal, wie der andere das umwandelt, oder? Das wäre nicht mein Problem. Hast du denn das Gefühl, also vielfach kommt dir da die Kritik eben dann, ja, nein, Bitcoin ist viel zu volatil. Ich will nicht heute 4 Franken und morgen 6 Franken und übermorgen 3 Franken für einen Kaffee zahlen, sondern weil eben Bitcoin ist viel zu volatil. Oder hast du denn das Gefühl, dass sich das wirkt, dass Leute das wirklich wollen? Ich meine, technisch ist es möglich, ja, dass sie mit Bitcoin zahlen können und dann kommt Schweizer Franken an. Aber also da auch das Gefühl, dass die Leute das machen wollen, eben mit Bitcoin zahlen. Da hast du vielleicht das Gefühl, dass diese Volatilität auch etwas verschwindet, oder? Also meine, die Volatilität nimmt ja von Jahr zu Jahr ab. Das ist im Vergleich zu 2013, ist es ja viel, viel langweiliger geworden. Also man, umso größer der Markt wird und umso mehr professionelle Players drin sind, umso mehr nimmt die Volatilität ab. Also ja. das regelt sich irgendwann von selber. Der andere Punkt, weil ich auch immer sage, Volatilität, ich meine, Bitcoin kann hochgehen und kann runtergehen, die Fiat-Währung gehen nur runter. Oder? Also ich meine, ja, einfach langsam, schon, ja. Genau, man merkt es halt nicht so, oder? Aber das, was hat man jetzt lieber? Ich hätte lieber, dass das auch hochgehen kann oder nicht nur runter. Ja. Okay. Was ist die Frage? Und dann hast du das Gefühl, genau, das Zahlungsmittel. Ja, ja. Ich glaube, es braucht schon sehr viel. Also wenn es die Wirtschaft allgemein ein bisschen kehrt, dann könnte es sein. Aber sonst, ja. Siehst du denn, dass jemand nur in Bitcoin ist, das ist halt schon schwierig, wenn... Ja. Hängt davon ab, wie stark die Schwankungen sind, oder? Das ist jetzt wie, willst du in der Schweiz wohnen und nur Euros halten? Vermutlich auch schon nicht, obwohl die Schwankungen nur schwach sind, oder? Ja. Also... Ja, gerade weil eben die Schweizer Währung noch ziemlich, ziemlich stark ist, halt. Dann ist der Anreiz groß, dass du halt. Hast du dann das Gefühl, grundsätzlich ist Bitcoin die Währung eigentlich wirklich ein Zahlungsmittel oder ist Bitcoin eben mehr ein Sparmittel für dich? Oder nichts von beiden? Also sicher Sparen für langfristig oder als Hedge, sicher. Zahlungsmittel. Naja, ich meine, wenn ich meinen Lohn in Schweizer Franken kriege, dann kaufe ich nicht Bitcoin und dann gebe ich noch wieder meine Bitcoins aus. Oder? Dann zahle ich einfach zweimal Fees. Ja. Das macht einfach keinen Sinn. Ja. Wenn ich meinen Lohn in Bitcoin kriege, aber dann und dann die meisten Expenses wieder in Schweizer Franken sind, dann ist es auch schon wieder fragwürdig. Also ich glaube, da braucht es schon noch sehr viel, bis das mal wirklich als der Hauptcase das Zahlungsmittel ist. Außer eben halt im Internet und so, wenn du mehr Convenience hast und dann auch die Gebühren zum Bitcoin kaufen gleich so tief sind, dass es einfach was Besseres ist, wenn du es sonst machst. Ja. Ja, ja. Aber da brauchst du noch ein bisschen. Also wir sind noch nicht da, ja. Aber sicher cool, wenn es überall die Option gibt, um dann zu zahlen, ja, um den Leuten wieder Alternativen zu bieten. Ja, und trotzdem aber langfristig eben so auch digitales Gold, siehst du da schon Potenzial? Ja, ich glaube, da hängt es davon ab, wie sich die Welt das Ganze entwickelt. Ja. Ja. Wo man eben spezifisch wohnt. Auch. Ja, cool. Also noch die letzte Frage von der Community, eher technisch. So, was sind so die interessantesten neuen Features in Bitcoin, die auch so alltagstauglich sind? Also wie die quasi die den Umgang mit Bitcoin erleichtern? Also ich meine, Bitcoin-Protokoll selber, das ist... entwickelt sich langsam vorwärts. Ich würde nicht sagen, dass das den Alltag so großartig betrifft, außer ein bisschen weniger Fees mit Segwit und so weiter. Lightning ist sehr spannend, also wenn ich das Phoenix Wallet für Android, da sieht man wirklich, wie Usability, was wir da für Fortschritte machen. Mhm. Das glaube ich, das ist sehr spannend für die Leute. Im Alltag. Das ist so eine Frage, was ist für eine Dinge? Ich benutze Bitcoin nicht im Alltag, oder? Ich meine, ich kaufe Bitcoin, ich halte Bitcoin. Es ist aber nicht so, dass ich es im Alltag wirklich immer verwende. Ja. Das sehe ich jetzt im Case momentan auch einfach noch nicht, oder? Ja. Also. Vielleicht auch allgemein, jetzt nicht auf den Alltag bezogen, sondern so, was sind so vielleicht die neuesten Features, die von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen, weil du einfach näher dran bist an dem Ganzen? Ja, also ich glaube, es ist wirklich der Fakt, dass zum Beispiel in der Schweiz hast du mittlerweile 37 Firmen, die entweder Bitcoin-Kauf, Verkauf oder Storage anbieten oder es geplant haben. Also es wächst extrem schnell. Ja. Extrem viele traditionelle Player kommen da rein und das wird man dann auch merken, ja,
denke ich. Ja, ja. Das kommt immer mehr. Und das sind die 37, die ich kenne, da gibt es sicher noch viele mehr, ja, ja. Von denen ich nicht viel, weiß. Ja. Oder? Und das ist, Schweiz sind natürlich auch eben wegen den guten Regulierungen sind wir ein bisschen noch vielleicht vor anderen Ländern, mhm. aber ich glaube, es kommt immer mehr und immer mehr. Mhm. Und das merkt man dann sicher. Meine, auf der Convenience-Seite für einen selber, wenn ich jetzt bei einer Schweizer Kantonalbank plötzlich Bitcoin kaufen kann, mhm. who knows? Das stimmt übrigens nicht. Das ist ja, wäre cool, aber Schweizer Nationalbank. Schweizer Nationalbank. Kantonalbank. Das Schweizer Kantonalbank. Was weiß man? Sorry. Ja, einfach viele Firmen arbeiten dran und was gibt es da vielleicht für Features oder macht das alltagstauglich und so weiter. Ja. Also es tut sich einfach mega viel. Also das sehe ich auch. Ich glaube, Krypto-Firmen im Allgemeinen gibt es, glaube ich, schon über 1000, oder nicht? Habe ich mal gehört. Also, wenn du auf CoinMarketCap schaust, gibt es über 1000 Exchanges. Wie viele jetzt da wirklich seriös sind, das ist dann die andere Frage. Aber sogar in der Schweiz, doch, habe ich gemeint. In CVVC hat doch damals eine Map. Ja, CVVC-Report. Ja. Ich habe ihn nicht überprüft. Ja. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass das wirklich so ist. Also, das ist eine Frage. Du zählst die ganzen Briefkästen auch mit. Ja. Und wenn du dann wirklich schaust, wie viele Firmen in der Schweiz haben wirklich Angestellte, sagen wir mehr als 5 Nasen auch, dann ist es schon trotzdem noch sehr überschaubar. Ja. Also ich sehe jetzt weniger, dass wir jetzt sehr viele neue Firmen so kriegen, aber mehr so, dass die traditionellen Player sagen, hey, ich bin eine Bank, ich habe schon alles, ich hole mir jetzt noch Krypto oder Bitcoin Cold Storage, ich binde das noch kurz ein über meine Core Banking Software, die das mittlerweile auch kann. Ja, wir sind jetzt auch dabei. Also ja. Das sehe ich, das sehen wir klar im Trend. Ja. Also der Hype von mega vielen Startups ist vielleicht etwas abgeflacht, aber dafür gibt es als traditionelle Player vielfach. Ja, natürlich auch nachhaltiger. Das ist wieder in der Schweiz das Problem, das wir auch hatten eben mit der Regulierung und der Steuern. Die ganzen ICOs, die haben uns eigentlich gar nichts gebracht, außer immens Schaden praktisch. Ja. Also die meisten hatten einen Briefkasten in Zug, die Anwälte haben sich gefreut, wenige Banken haben sich gefreut, die ICO-Firmen, also die Brokers haben sich gefreut, aber am ganzen Ökosystem hat das eigentlich gar nichts gebracht. Mhm. Also die sind überhaupt nicht beliebt bei unserer lokalen Community. Mhm. Die haben uns nur Rufschädigung gebracht praktisch. Mhm. Und jetzt sind wir wieder so an einem Punkt, wo es nachhaltiger vorwärts geht mit den wenigen Startups, die es noch hat, dafür eben eher qualitativ und dann eben auch traditionelle Player, die auch Glaubwürdigkeit haben. Professioneller halt auch. Ja, und es ist halt auch so, wenn du Geld von ISO kriegst und dann verkaufst du halt die Leute oft eine Vision verkauft, die nicht viel Substanz hatte. Ja. Weil da kriegt man das Geld mit der Vision. Aber wenn man zu traditionellen Investoren geht, wirklich Aktien verkauft, dann muss man halt wirklich beweisen, dass man ein bisschen was hat. Oder? Ja. Und die sind dann auch automatisch nachhaltiger, die Firmen. Ja. Und die haben auch natürlich eine Pflicht gegenüber den Aktionären. Oder? Mhm. Die können nicht einfach machen, was sie wollen. Wegen irgendeinem ISO-Token machen, kann ich nachher machen, was ich will. Ja. Die hatten ja keine Verantwortung, nichts. Die haben Gutscheine oder Versprechen verkauft. Ja, genau. Und das war schon sehr schlecht, glaube ich, für den Standort Schweiz. Ja. Gut, jetzt noch die letzte Frage, die Zusatzfrage, die wir immer stellen. Und das interessiert mich persönlich am meisten jetzt. Ich weiß nicht, wie offen du damit umgehst. Kannst es beantworten oder nicht, aber mich und die Zuhörer würde interessieren, wie viel von deinem Gesamtvermögen, sage ich jetzt mal, liegt in Bitcoin und was liegt noch in anderen Sachen? Jetzt sind wir bei 10.000 Bitcoin-Kurs. Ja, also kannst du auch den Prozentsatz sagen? Ja, yeah, natürlich sage ich nur den Prozentsatz. musst du kurz ausrechnen, okay. Ich bin nur nicht zum Rechnen überschlagen, ja. Ich glaube bei 70% momentan. Wow, 70% in Bitcoin. Ja, weil mein Motto ist eigentlich, ich habe die meisten meiner Coins in 2013 gekauft. Und bei mir, mein Motto ist immer... Preis von 20 Franken. Nein, das war ein bisschen... Leider, da gab es die Chippenkrise, da gab es erst ein bisschen Hype, also bei 100 und bei 200 Dollar habe ich die meisten gekauft. Und ich war auch relativ jung, oder? Deshalb ich arbeite immer noch und so. Ja, ja. Die Schweiz ist auch ein bisschen teuer, sich früh zu pensionieren, oder? Ja, ja. Nein, aber hast du eigentlich auch nichts groß verkauft seitdem, oder? Ja, genau, das wollte ich sagen. Ich verkaufe nur Bitcoins, wenn ich Geld brauche. Ja. Gut, ich habe jetzt für ein paar Startups gearbeitet und so weiter, es kam mal vor.
eigentlich hätte ich jetzt besser irgendwo einen langweiligen Job gehabt über die letzten Jahre und Dollar Cost Averaging gemacht, oder Schweizer Franken Cost Averaging gemacht, oder? Aber das ist eigentlich meine Strategie, ich verkaufe nur, wenn ich Geld brauche, und das hat eigentlich sehr gut funktioniert bis jetzt, und das werde ich auch weiterhin so machen. Und ich lebe halt nicht auf dicken Fuß, und dann geht das. Oder? Ja. Aber erstaunlich trotzdem, wie du sehr ausgeglichen damit umgehst, also jetzt das ganze Gespräch hast du ja gesagt, ja, es könnte gut kommen, muss aber nicht, also das Risiko ist auch hoch, dass es sich nicht durchsetzt, und trotzdem hast du eigentlich ein riesengroßes persönliches Commitment, eben das meiste, das, also du glaubst schon irgendwie fest daran, sonst hättest du nicht über die Hälfte von deinem Vermögen in Bitcoin. Ja, ich glaube natürlich daran, und das andere, ich möchte auch daran glauben, weil ich glaube, Bitcoin gibt den Leuten Freiheit und ich möchte das fördern, oder? Und deshalb bin ich da unbedingt drin. Ich möchte, dass das erfolgreich ist. Also es ist mehr dann eben, über Bitcoin habe ich dann auch die ganze politphilosophische oder die Idee dahinter eigentlich erkannt und mich davon überzeugen lassen. Und das ist, deshalb bin ich immer noch in Bitcoin. Nicht, weil Preis geht hoch, der Preis geht runter und Technologie ist auch spannend und so weiter, aber es geht einfach nur noch um Überzeugung. Und ich möchte, dass es erfolgreich ist, deshalb bin ich da auch immer noch groß exponiert eigentlich. Mega cool. Wir möchten auch, dass das erfolgreich wird. Vielen, vielen Dank, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Schönen Abend noch. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.